war früher vor den drei Kindern sehr, sehr schlank. So will ich auch nicht unbedingt aussehen, das passt nicht zu mir. Aber ich sage es am besten eigentlich immer so, dass wenn man mal auf 100% gefahren ist, gibst du dich mit krübeligen 60 nicht mehr zufrieden. Man kann nicht so schön einkaufen gehen. Ja, alles ist ausgelegt von der Mode her auf ein bestimmtes Maß, Ideal, was man erfüllen sollte, muss oder wie auch immer. Und da passt es halt einfach nicht rein. Man muss sich jetzt zwangsläufig in bestimmte Formen reinzwängen oder Schnitte, wie auch immer, die einfach nicht mehr passen, die nicht gehen, die mir das dann immer wieder auftischen, wie sieht dein Körper aus, ja. Da kannst du noch eine Größe größer nehmen oder so, sieht immer noch kacke aus. Ich bin die letzten Jahre immer mehr, je mehr Gewicht ich hatte, immer mehr ein Bewegungsvermeider geworden. Ging auch schwer. Hat mich angestrengt. Ich hatte schlecht Luft. Meine Oberschenkel haben aneinander gerieben. Wenn ich mal richtig spazieren gegangen bin, sagen wir 1,5 Stunden, hatte ich, wenn ich Pech hatte, wunde Oberschenkel. Also auf jeden Fall, es war unbequem. Vom Fahrstuhl übers Auto. Ich habe eigentlich immer Gehhilfen benutzt. Schwimmen, das habe ich gemacht. Das war die einzige Bewegung. Aber ich bin bis zur Schwimmhalle, bis vor die Tür gefahren und von der Schwimmhalle dann wieder ins Büro. Ich gehe nicht wirklich ins Schwimmbad. Und dann fängt es an, wenn man sich auszieht und sich nackt im Spiegel sieht. Also das ist an manchen Tagen sehr unerträglich, an anderen Tagen geht's, dann hat man es mal wieder akzeptiert, aber es ist ständig irgendwie präsent. Und viele Sachen lasse ich auch einfach, weil ich mich unwohl fühle. Ja, also auch mit den Kindern zum Beispiel. Ja, die Kinder, die würden schon auch mehr gerne ins Schwimmbad gehen. Ich mache das nicht.